Eddie Andreas hier. Wie gerade eben schon im Intro zu sehen war, soll es heute darum gehen, welche Möglichkeiten es gibt, um im gleichen Bund zur nächsten Seite zu wechseln. Und solltest du neu hier sein, vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen mit dem Glöckchen zu aktivieren, denn ich lade regelmäßig neue Videos hoch. Um im gleichen Bund zu einer anderen Seite zu wechseln, gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass wir einfach den Finger, den wir gerade benutzen, umsetzen auf die nächste Seite und natürlich das Ganze so schnell wie möglich machen müssen, damit keine kleinen Pausen entstehen. Ich sage auch gerne, damit keine kleinen Löcher entstehen. Oder hier im fünften Bund. Also möglichst schnell umsetzen, damit eben keine Lücken entstehen. Ja, also aufgrund der physikalischen Gesetze, wenn wir versuchen, den Finger so schnell wie möglich umzusetzen, eine Millisekunde Lücke entsteht immer. Wenn sie so kurz ist, dass man sie nicht hört, umso besser. Man kann natürlich bei dieser Methode auch den Finger abrollen. Das sieht dann so aus, anstatt den Finger schnell umzusetzen von einer zur nächsten Seite, dass man ihn einfach so über mehrere Seiten hinweg abrollt. Wenn das mehrere Seiten sind, kann das ziemlich komisch aussehen. Und der große Nachteil ist, dass es eben passieren kann, dass aus Versehen für einen kurzen Moment zwei Seiten gleichzeitig klingen. Und das ist natürlich nicht gewünscht. Also es gibt Leute, die sagen, man muss das so machen, man muss den Finger hier schön umsetzen, so schnell wie möglich, und man darf immer nur einen Finger in jedem Bund benutzen. Aber wie es bei allen technischen Fragen ist, gibt es auch immer eine Gegenfraktion, die genau das Gegenteil behauptet. Und wenn du schon Videos von mir gesehen hast, dann weißt du, dass es bei mir niemals diese Muss-Vorschriften gibt. Es gibt nur verschiedene Optionen, die wir am besten ausprobieren und am Ende auswählen können, was für uns am besten funktioniert. Die Alternative ist, dass man mehrere Finger im gleichen Bund zulässt. Und das hat mein erster Basslehrer mir so gezeigt. Das war keine Pflicht, er hat mir das als Erleichterung gezeigt. Und mein zweiter wichtiger Basslehrer, der hat so gesagt, man muss das so machen. Ich glaube zwar nicht, dass man das so machen muss, aber wie gesagt, das ist eben eine Option. Und meine ersten Basslehrer haben das also durchgehend so gemacht. Die haben also gesagt, wenn wir hier, wie zum Beispiel im dritten Bund, vom Bass zum F wechseln wollen, also am besten zwei verschiedene Finger nehmen, dann ist dieser Übergang immer schön sauber. Wir haben nicht diese Panik, dass hier eine Millisekunde Pause entsteht, wenn wir einen Finger umsetzen, sondern wir haben immer sofort den nächsten Fingergriff bereit. Also in diesem Fall erster und zweiter Finger. Und wenn man bestimmte Musikstile spielt, wo viel Wechselbass drin vorkommt oder auch lateinamerikanische Musik wie Merengue, dann kann das sehr ermüdend sein, den ganzen Abend so hin und her zu wechseln. Und dann sieht man viele Bassisten eben mit zwei Fingern in einem Bund. Und das Ganze kann nicht nur mit diesen beiden Fingern geschehen, das kann auch zum Beispiel mit dem dritten und vierten Finger geschehen. Also andere sagen wiederum, das ist streng verboten. Wie gesagt, ich sage, es gibt diese beiden Möglichkeiten. Was passiert nun also, wenn wir zum Beispiel alle vier Saiten nacheinander im gleichen Bund spielen sollen? Kommt so gut wie nie vor, aber kann ja mal passieren. Dann kann man, da wir vier Finger haben, alle vier Finger hier zum Einsatz bringen. Und dann habe ich alle vier Finger hier im gleichen Bund. Es gibt natürlich wieder Leute, die sagen, das sieht schrecklich aus, das ist technisch ganz unsauber, aber mir kommt es eigentlich immer nur auf das Endergebnis an und das Resultat ist, dass es mir hilft, das technisch sauberer zu spielen, das Ergebnis klingt sauberer. Aber es ist alles Gewöhnungssache. Ich würde mir im Rückblick sogar wünschen, ich hätte zu Beginn auch die andere Technik, wo man einen Finger umsetzt, mehr geübt, dann hätte ich nämlich mit der Technik mehr Sicherheit, denn ab und zu kann es vorkommen, dass das mal irgendwie praktischer ist, wenn man irgendwie was hat, wo man nochmal ganz kurz irgendwie zur anderen Seite muss, dann mache ich ganz selten, mache ich manchmal auch sowas. Also für einen Moment habe ich ja mal ganz kurz die nächste Seite gespielt, ohne den Finger umzusetzen und ohne das anders zu gestalten. Und ja, also wie gesagt, ich denke, es ist gut, wenn man beide Techniken mal sich angesehen hat und dann sieht, welche liegt mir am besten. Und
die Technik, die einem weniger liegt, vielleicht auch mal ab und zu sich ansieht. Denn es kann Situationen geben, wo mal die eine oder die andere Technik von Vorteil sein kann. Sollte in diesem Video irgendetwas zu schnell für dich gehen, dann kannst du entweder das Video pausieren oder auch dir das PDF mit den Noten und der Tabulatur und auch den Backing-Track kostenlos von meiner Seite herunterladen. Den Link gibt es unterhalb des Videos. Schauen wir uns also konkret die Übung an, die wir schon im Intro gesehen haben. Das erste wäre also hier im dritten Bund. Auf der G-Seite spielen wir den Ton Bass und mit dem ersten Finger spiele ich danach auf der D-Seite den Ton F und setze den Finger einfach so schnell um, wie es geht, ohne ihn irgendwie abzurollen, sondern ich setze den Finger schnell um, sodass ich immer mit der Fingerkuppe die Seite runterdrücken kann. Dann gehe ich zum C auf der A-Seite und dann zum G auf der E-Seite. Und dann mache ich als nächstes das gleiche im fünften Bund, und zwar mit dem kleinen Finger spiele ich hier das A, dann auf der A-Seite den Ton D, auf der D-Seite den Ton G und auf der G-Seite den Ton C. Und zwar immer, indem ich diesen Finger eben so schnell wie es geht umsetze. Wie gesagt, das kann man schneller machen als ich. Ich benutze meistens die andere Technik, aber so mache ich das. Und die Alternative dazu ist, wenn man weiß, dass man die vier Töne nacheinander so spielen muss, dass man eben alle vier Finger im gleichen Bund nimmt, also die gleichen Töne nochmal. Bass, F, C, G, A, D, G, C. Lass es uns zusammen mit dem Play-Along spielen. Diese Noten und diese Tabulatur und auch diesen Backing-Track, die kannst du kostenlos von meiner Seite herunterladen. Und das solltest du tun, um auch selber das auszuprobieren, was dir besser liegt. Wenn ich mir allerdings die Akkorde ansehe hier aus dieser Übung, dann würde ich das wahrscheinlich nicht alles im gleichen Bund spielen, sondern etwas kompakter. Und da würde ich wahrscheinlich spielen hier das Bass im ersten Bund der A-Seite, dann das F auch im ersten Bund, aber der E-Seite, dann das C und das G hier im dritten Bund, dann A und D im fünften Bund und zu guter Letzt G und C im dritten Bund. Aber weil ich das nicht so gerne mag, hier mit dem gleichen Finger immer im Bund umzusetzen, ich kann das machen, das geht schon, aber eigentlich ist es für mich bequemer und auch sicherer, wenn ich verschiedene Finger verwende. Es kann also dann durchaus sein, dass ich im ersten Bund den zweiten Finger verwende. Ich weiß, das sieht wirklich komisch aus. Das sieht einfach komisch aus, aber da muss man einfach mal ein bisschen, open-minded für sowas sein. Dann kann ich also das hier ganz einfach spielen im ersten Bund, Bass und F. Dann hier C mit dem vierten Finger, G mit dem dritten Finger, dann gehe ich in den fünften Bund, spiele A mit dem dritten Finger und D mit dem vierten Finger und dann G mit dem ersten Finger und C mit dem zweiten Finger. Und ja, also das wäre eine Sache, die würde ich wahrscheinlich durchaus machen auf der Bühne oder im Studio oder wo auch immer. Das fühlt sich technisch für mich ordentlich an. Ich werde jetzt also das nochmal hier mit dem gleichen Playalong spielen. Beim ersten Mal, indem ich immer einen Finger im gleichen Bund umsetze und dann in der Wiederholung, indem ich also zwei verschiedene Finger im gleichen Bund immer benutze. Thank you.
Mein Tipp also, diese beiden Möglichkeiten selber auszuprobieren und sich von niemandem vorschreiben lassen, dass nur die eine Variante gut sei und die andere womöglich sogar verboten. Das ist aus meiner Sicht alles Quatsch. Hinterlasse doch auch einen Kommentar unter dem Video, welche der beiden Techniken du am meisten anwendest oder ausschließlich anwendest oder eine Kombination von beidem, um mal zu sehen, welche Technik wohl am populärsten ist. Gut, dann bis zum nächsten Video.